Eine Woche später und wir sind bei... Oh, muss ich noch zumachen, sonst halt es so blöd. Ihr seid verrückt. Jetzt sind wir bei 107 Abonnenten. Also Stand heute Sonntag. Und deswegen... mein Pulli. Kommentare kommentieren, jetzt bei Mach's dir selbst. Juhu.de, hallo meine Lieben, Andi von Thüricht hier. Ich sag mal wieder vielen lieben Dank für eure ganzen geilen Kommentare. Und wie versprochen, ab 100 Abonnenten für diese Woche hässliche Pulli-Woche. Ja, und hier ist es so fein gestickt. Ja. Ich führe mit euch jetzt quasi eine Tradition weiter. Sonst war es ja immer so, dass wir an Weihnachten, habe ich von meiner Mom immer einen hässlichen Pulli geschenkt gekriegt, weil es einfach schon, ja, wie gesagt, Tradition war. Meine Mama ist leider letztes Jahr gestorben. Und jetzt brauche ich einen Grund, dass ich die hässliche Pulli-Tradition irgendwie weiterführe. Angelo Kreuzer, wie viel GB braucht die Cakewalk DAW? Cakewalk selber braucht ungefähr 850 MB und dann gibt es ja noch die ganzen optionalen Tools, die ihr dazu installieren könnt, wie zum Beispiel den Drum Replacer, der hat 480 MB, Studio Instrument Suite, also die ganzen virtuellen Instrumente, das sind 1,23 GB und wer noch den Theme Editor mit drauf tut, der braucht zusätzlich nochmal 62 MB. Ja, und dann, wenn man heute noch Melodyne drauf hat, aber das gehört ja schon gar nicht mehr zu Cakewalk dazu. Ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten. Janine Concert schreibt, hallo Andi, ich habe den Kanal abonniert und finde es toll, dass Cakewalk verständlich erklärt wird. Gesang ist für mich sehr wichtig und daher interessiert mich die weitere Bearbeitung mit EQ, Kompressor und Hall etc. sehr. Gibt es dafür von dir auch ein Tutorial? Liebe Grüße. Liebe Janine, erstmal vielen lieben Dank für deinen Kommentar und es freut mich, wenn ich dir das gut vermitteln kann, was Cakewalk betrifft. Natürlich werden wir auch später auf detaillierte, auf Klangbearbeitung auch eingehen und wie ich jetzt so an ein Vocal herangehen würde. Ich mache aber jetzt erstmal die Basics durch, weil wir haben ja bei Cakewalk noch ein paar Sachen. Wir haben zum Beispiel die Automation haben wir nur, die ist auch ganz wichtig. Die möchte ich vorher noch mit euch durchgehen und natürlich den Export. Irgendwie müssen die Sachen ja aus Cakewalk wieder raus. Also die Sachen würde ich zumindest noch abarbeiten wollen mit euch zusammen und dann wäre mein Vorschlag gewesen, da könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass wir ein fortgeschrittenes Tutorial dann machen, aber das quasi auch wieder ein Mehrteil, aber wir arbeiten da an einem Projekt von Anfang bis Ende. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. MS schreibt, geiler Scheiß wie immer, hast du eigentlich auch vor, mal spezielle Videos über Mix- und Master-Tipps zu machen? Wie bereits eben erwähnt, klar, kommt da noch was. Wir machen erst die Basics. Wobei beim Mastern nicht so wirklich weiß, ob ich euch da so gut helfen kann. Mastering ist nicht meine Stärke. Aber schauen wir mal. Vielleicht finde ich da mal jemanden, der sich mit uns so mal hersetzt und ein bisschen Mastering macht. Da weiß ich jemanden, den frage ich. Mini-Starter-Set gekauft und bin begeistert. Ich sage ja, man muss halt nicht mehr viel Geld ausgeben für gescheite Audio-Hardware. Und wenn du auch noch so begeistert bist davon, dann freut es mich natürlich umso mehr. Darkbats, ich möchte die Kassette auf deinem T-Shirt abspielen. Ja, diese Kassette gibt es ja wirklich. Die ist auch, wie es auch schon draufsteht, ist auch von Thüricht, von der Band, in der ich bin. Und wir hatten damals, was heißt damals? Wir hatten 2020, haben wir ein Album released. Warum man das halt nicht mehr machen soll, da findet ihr hier ein Video dazu. Oder vielleicht doch. Und da gab es dann auch so ein Spezial. Das waren 6 Packages, also 6 Stück, hat nichts mit 6 zu tun. Und da waren halt so lauter Retro-Sachen drin. Wir haben eine selbstbrennende CD drin gehabt, wir haben eben eine Musikkassette drin gehabt, ein Basscap. Ich zeige hier nochmal ein Foto. Und da gab es eine Musikkassette von uns mit unserem neuen Album in sehr geringe Auflage von 6 Stück und da waren auch ein paar so Extras drauf. Mal gucken, ob wir sowas noch mal machen, weil es war ein Drecksaufwand. Kassetten überspielen. Merkst erst einmal, in welcher angenehmen Zeit wir heute leben, wenn du solche Sachen einfach schon mal schnell kopieren kannst und nicht einmal warten musst, bis so komplett die Kassetten überspült ist. Pete Repeat
cooler Name. Mein Layout sieht völlig anders aus. Ja, da wäre es immer dann hilfreich. Ich blende euch ja immer meine E-Mail-Adresse mit ein. Wenn ihr mal so ein Problem habt, schickt mir vielleicht am besten eine E-Mail mit einem Screenshot, weil mein Layout sieht völlig anders aus. Das kann schon, da kann man sich sehr viel drunter vorstellen. Du hast schon Cakewalk gestartet oder vielleicht hast du das falsch. Ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls, was du mal ausprobieren kannst, du hast hier oben rechts, das ist so ein Tisch-Leselampensymbol und hier gibt es die verschiedenen Arbeitsbereiche. Und da wähl doch mal die Basic-Ansicht aus. Schauen wir mal, ob dir das was bringt. Darkbats schreibt, haha, Yahoo.de ist schon etwas Boomer. Boomer? Also Yahoo ist vielleicht mal 20 Jahre her. Boomer-Generation gäbe es, ich glaube, 68. Geburtsjahr, ich bin 81, ja? Also, egal. Aber genau wie du schreibst, aber egal. Manchmal bleibt man einfach an bestimmten Punkten hängen. Danke für das Video. Ihr habt mich zu DistroKid gebracht. Danke dafür. Also in Zukunft viele Videos zu DistroKid und Co. Ich release meine Tracks per Singles, weil es einfach schneller und zur heutigen Zeit besser ist. Mach weiter so. Ja, vielen lieben Dank für deinen Kommentar. Freut mich auch, dass du von DistroKid rüberkommst. Ich habe ja erst bei unserem Musikkanal Töricht, auch hier machst du selbst Videos mit veröffentlicht und da war es ausschließlich DistroKid. Die kommen jetzt so nach und nach in neuen Versionen, weil ich möchte einfach Copy-Paste machen. Weil die sind schon teilweise auch veraltet, was die Vorgehensweise betrifft. Das heißt, wir werden jetzt auch hier in Zukunft auf diesen Kanal mehr Videos zu DistroKid kommen. Mein Ziel mit diesem Kanal ist ja, dass ihr eure Musikerstellung und Veröffentlichung so gut es geht im Alleingang bewältigen könnt. Und da braucht man einen Aggregator und ich nutze seit Jahren DistroKid. Deswegen gibt es jetzt auch hier bald mehr Videos dazu. Aber erst einmal Cakewalk. Martin Bub, super Sache. Endlich jemand, der Cakewalk in Deutsch mit sehr viel Spaß und mit super Infos erklärt. Mach weiter so. Bin schon gespannt auf die nächsten Tutorials. Ich bleib dran. Metal-Grüße. Ja, Metal-Grüße zurück. Freut mich immer eure Kommentare. Und wie gesagt, es ist auch für mich immer wichtig, dass ihr mir Feedback gebt, was meine Inhalte, die ich erstellt habe, betrifft. Was könnte ich eurer Meinung nach dran verbessern? Welche Themen interessieren euch? Welche Themen gehen euch sprichwörtlich am Arsch vorbei? Ist für mich auch wichtig, weil dann kann man nämlich irgendwie die ganzen Aufwand sparen, wenn dann sowieso irgendein bestimmtes Thema keine Sau interessiert. Ja, und wenn euch noch mehr von mir interessiert, dann habe ich hier noch ein Video. Und drunter gibt es wie immer ein Video zum Chillen. Und bis dahin sage ich Bussi aufs Bauchibärli und Servus.